So, wunderschönen guten Morgen. Heute wieder unterwegs mit der Nikon Z30. Ja, bisher eigentlich echt happy mit der Cam. Gestern, ihr habt es vielleicht im gestrigen Video gesehen, da habe ich mir noch ein Objektiv dazu bestellt, das 50 bis 250. Einfach für Ergänzung Long Range Tele. Weil wir in Urlaub fahren und da wollte ich nicht nur mit dem 16 bis 50 fahren. Das Objektiv selber finde ich auch ziemlich cool. Und ja, heute erstmal eine kleine Runde und dann geht es wieder in die Arbeit. Das Daily Vlogging gestern zum Beispiel war oder ist schwieriger, als man annimmt. Weil, ne, wenn man nur zu Hause rumhängt, Homeoffice und so, da ist nicht so viel zu erzählen. Aber hier geht es ja um die Kamera hauptsächlich und ja, um mich nicht wirklich. Bis dann. Ich habe gestern noch so einen Test gemacht mit dem, ja, mit den Audio-Einstellungen. Es gibt zwei verschiedene Einstellungen, Voice und White. Jetzt mal kurz die Blende, wobei geht. Und da wollte ich herausfinden, was eigentlich der Unterschied tatsächlich ist. In meinen Tests habe ich dann erstmal überhaupt keinen Unterschied gemerkt, aber ich war auch drinne. Jetzt bin ich auf Voice, also ich benutze kein externes Mikrofon. Ich finde das interne tatsächlich richtig gut. Natürlich ist ein externes besser, würde ich behaupten, ein bisschen klarer. Bisschen gerichteter, aber das wollte ich heute nochmal ausprobieren und dann dachte ich heute, vielleicht ist der Unterschied einfach nur Stereo. Stereo ja oder nein und das muss ich mir nochmal angucken. So, wieder drinne. Erstmal vielen Dank für eure ersten Kommentare, sehr geil. Ich habe auf dem Account hier ja eigentlich nicht so viel Zeug. Ich habe heute Vormittag noch ein anderes Video aufgenommen, da geht es ein bisschen mehr um die Audio-Settings. Das habe ich allerdings auf Englisch gemacht und das ist auf meinem anderen Kanal. Kann ich mal irgendwo verlinken. Und heute Abend muss ich mal gucken, ob ich tatsächlich diese Lowlight-Aufnahmen machen kann. Ich wollte eh mal damit rausgehen. Die Kamera will ich ja auch mitnehmen in meinen Urlaub. Das heißt, ich würde vorher eigentlich auch ganz gerne mal ausprobieren, wie gut das funktioniert, wenn man mal abends irgendwo unterwegs ist. Und ja, spätestens am, ich glaube, Samstag oder so, werde ich wahrscheinlich abends auch mal unterwegs sein. Und dann nehme ich die Kamera natürlich auch mit und gucke mir mal an, wie das funktioniert. Das Objektiv ist ja nicht das lichtstärkste mit 3,5, aber mal gucken. Bisher fand ich tatsächlich das Rauschverhalten echt völlig okay. War auch echt begeistert, fast. Ich war begeistert, fast. Also mir ist nichts negativ aufgefallen, sagen wir es mal so. Sorry, meine Nase ist immer noch so ein bisschen angeschlagen, deswegen rede ich so komisch. Ja, auf jeden Fall in den nächsten Tagen werde ich mir das Ganze nochmal zu Gemüte führen und dann auch nochmal Lowlight und so weiter ausprobieren. Mal gucken, wie lange ich dieses Vlogging-Experiment weitermache. Ich finde es eigentlich eine ganz spannende Sache, das einfach mal hier zu testen. Was mich gestern noch gesehen habe, ist in einem anderen YouTube-Channel, ich muss das Video mal raussuchen, um auch hier Fair Use zu Fair Use von Ideen sozusagen zu gewährleisten. Ich habe mir eine Baseplate bestellt für die Kamera, die dann theoretisch mit meinem Small Rig ja, Stativköpfen funktionieren sollte. Finde ich ganz cool, weil ich habe relativ große Hände, die Kamera ist sehr, sehr klein und die gibt dann so ein bisschen Platz nochmal und ein bisschen mehr Raum nach unten und wie gesagt hat dann nochmal ja, diese Aufnahme für die Platten, beziehungsweise man braucht keine Baseplate mehr, die man dran schraubt und kann dann die Kamera direkt auf die Stative schrauben. Finde ich sehr geil, wenn ich das habe, dann werde ich euch das zeigen. Im gleichen Atemzug habe ich dann, weil gerade bei Amazon irgendwie so eine Aktion war, habe ich mir dann auch nochmal diesen Windmuff nochmal zum zweiten Mal mitbestellt. Den gab es sozusagen fast umsonst obendrauf. Ich dachte mir, das ist so ein Teil, das verlegt man bestimmt irgendwie mal oder legt es irgendwo oder verliert es oder wie auch immer. Und es benutzt sich wahrscheinlich, also nutzt sich wahrscheinlich auch ein bisschen ab. So,
That said, ich habe jetzt Mittagspause, ich mache jetzt erstmal was zu essen und später gucke ich mal, ob ich noch nach draußen gehe, abends, wenn es ein bisschen dunkler ist. Bis dahin. Ich glaube, als nächstes mache ich einen Koch-Channel. Ja, vielen Dank, Leute, dass ihr wieder dabei wart. Ehrlicherweise war der Tag so ein bisschen sehr spontan aufgenommen und sehr spontan auch beendet, denn das Video endet hier schon wieder. Ich habe das nächste Video schon parat, also schaut morgen gerne wieder rein und ich wünsche euch einen super guten Tag. Bis dann.